Es wird heute mal wieder Zeit für ein bisschen Neuigkeiten aus eurem lokalen Supermarkt. Und da gibt es einiges, was immer wieder neu reingespült wird. Hunderttausende Artikel jedes Jahr alleine in Deutschland. Nina ist in jedem News-Medium dafür eingetragen. Und was es da auch immer mal wieder jetzt schon zu kaufen gibt, in diversen Supermärkten, aber auch online, wo ihr meinen Code einlösen könnt, der immer noch Free Waffle ist für 10%, ist Löwenanteil. Die stehen hier hinter mir mit diversesten Sorten. Könnt ihr euch da austoben im Löwenanteil Sorten. Und es ist wie immer lecker und fantastisch. Und mit dem Code FREEWAFFE gibt es noch 10% dazu. Der ganze Schweiz-Trip wurde von Löwenanteil gesponsert und die und ich, wir sind schon seit Ewigkeiten zusammen verpartnert. Wenn ihr also mal reinschnuppern wollt oder vielleicht sogar schon Löwenanteil selber probiert habt und ein Abo abschließen wollt, weil dann kriegt ihr die regelmäßig zugeschickt, könnt ihr auch da meinen Rabattcode FREEWAFFE angeben für 10%, die ihr dann dementsprechend spart. Deswegen schaut da mal rein. Wenn ihr was im Supermarkt seht, funktioniert es nicht. Deswegen mal online zu Hause kommen lassen, muss man auch nicht rausgehen, kommen ein bisschen mehr WoW und so, ne? Wir fangen jetzt an. Nummer 1. Leicht und cross. Happy Chips. Steht sogar neu mit drauf. Vegane Chips mit Nutri-Score B. Nutri-Score ist so weird, ey. Die sind aus Linsen, das ja. Steht vorne drauf. Nur deswegen höchstwahrscheinlich, ne? Machen einfach happy. Wir probieren mal. Wir haben hier Paprika. Linsen Chips, kurze Meinung, kurzes Feedback vorher. Ich mag gern. Leicht und kross hat doch normalerweise dieses Brot, was ist wie so ein Mais-Puffreisbrot irgendwie, ne? Leicht und kross eben. Genau das ist es nämlich. Es schmeckt tatsächlich wie so ein sehr leichtes Knäckebrot. Paprikamäßig auch sehr intensiv. Gar nicht mal so zurückhaltend, gar keine Süßlichkeit mit drin. Finde ich bis dato die leckersten Linsenchips, die ich gegessen habe. Aber ich mag immer noch keine Linsenchips. Das sind zwei Sachen, die stehen sich ein bisschen konträr gegenüber. Deswegen ist es bei mir auch nur eine 6 von 10. Was kosten die denn? 1,99 €. Das ist alright, würde ich sagen. Sour Cream, schauen wir mal. Das ist Erbse. Ach stimmt, das ist Erbse. Boah, das hat so eine Trockenheit von der Erbse mit dabei. Das ist auf jeden Fall viel weniger geil als die Linsenchips. Hier bin ich bei einer 4, weil das sehr trockene, so wie tiefgekühlt oder schockgefrostete Erbse, so schmeckt das. Und die Sour Cream kommt gleich gegen 0 raus, weil die Erbse so krass dominiert. Weiter geht's. Oh. Ich habe viel davon gehört. Ich habe seit Jahren keine Prinzenrolle mehr gegessen. Und jetzt kommt Prinzenrolle zurück auf den Markt. Prinzen heißt es nur. Nee, Prinzen, da wo drunter steht Rolle. Ich dachte, das wäre in einem Logo drin. Das hier ist die Fanrolle Voted by You. Also das, was Leute wollten. Die haben mehrere Vorschläge dementsprechend dann eingeschickt. Und das ist jetzt ein Strawberry Cheesecake Style. Also haben die einfach die Creme ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob ich das okay finde. Prinzenrolle hatte ganz lange das Standing bei mir früher, kurz vor so Leibniz-Butterkeksen zu sein. Öffnen und schließen. Habe ich noch nie so gemacht. Das ist ja crazy. Boah, das ist ja nur praktisch. War das immer schon so? Ich glaube nicht. Boah, das riecht richtig nach Strawberry Cheesecake, wer hätte es gedacht. Aber ich sage immer, sobald man solche Geschmäcker auch in seine E-Zigarette reinfüllen kann, dann werden die so, dann sind die kaputt. Weißt du, was ich meine? Weil dann mieft alles so oder so. Da draußen immer danach, weil die ganze Jugend mit ihren E-Vapes da rumläuft und Strawberry Cheesecake sich in ihre Lunge torpedot. Und dann ist auch der Geschmack dafür komplett kaputt. Und da die auch junge Leute angreifen wollen, höchstwahrscheinlich damit, können die das eh nicht mehr schmecken und dann wird es sehr künstlich und zu intensiv. Das ist meine Vermutung. Auch wenn das aussieht, als hätte ich mir zwei Leibniz-Käse genommen und ein bisschen Leberwurst drauf geschmiert. Stimmt, Mozzarella-Sandwich. Let's try. Exakt das. Viel zu süß. Schmeckt im Prinzip wie ein Eis, wie ein Erdbeereis. Also die Erdbeere kommt sehr krass raus. Der Cheesecake-Geschmack meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ist bei mir tatsächlich ein 3 von 10. Also finde ich schon hart, finde ich, geht auch kaum. Was kosten die denn? 2,29 €. Ja, ist vollkommen geisteskrank. Holy shit, ey. Normale Prinzenrolle ballert aber manchmal. Manchmal ballert normale Prinzenrolle, aber auch nur, wenn man so eine geile Milch zu Hause hat. Oh. Hört nicht auf. Wow! Okay. Bäckers Bester. Das sind doch diese geilen Säfte immer, die so in großen Glasflaschen gekommen sind. Da gab es immer übel geilen Apfelsaft von. Bäckers Bester. Den gibt's auch immer noch. Natürlich für mich. Vegan. Fr. Doppelpunkt. Oat. Throat. Wenn ich mir das tief in mein Maul stecke.
Dann wird's schwierig. Das ist ein Haferdrink. Ach so. Hafer plus Traube plus Zitrone. Ist das so eine Geschmacksmilch? Scheinbar. Bah! Wird als To-Go-Drink verkauft. Bah, was ist das hier? Beerenmix. Hafer, Erdbeer, Himbeere, Johannisbeere. Was ist das? Granatapfel und Kirsche. Und Orange-Mango. Bah! Orange-Mango in der Milchform. Bah! Ist es eklig. Ih, was kosten die denn? 2,22 Euro. Each. Each. Boah. Ah, sah jetzt nicht so crazy aus. Ne? Ich dachte auch, das wäre milchiger. Also das hier ist Orange-Mango. Was ich sagen würde in der Kombination, das widerlichste von allen. Bah. Oh mein Gott, bah. Warum würde man das machen? Das ist Hafermilch mit diesem, bah, Junge, Orange und Milch. Das sind die ekligsten Menschen, die das geil finden. Granatapfel, Kirsche ist das nächste. Das trinke ich mal direkt hier raus. Erstaunlich okay. Ich mach jetzt erstmal alle durch hier. Aber erzähl mal, ist es milchig? Ist es sehr saftig? Was das ist hier es? Ist sehr milchig und sauer. Aber Hafermilch sauer ist ein Geschmack, den man nicht so kennt. Das hier ist sehr erfrischend, aber hat eine Schwere. Wie ein Eiran? Aber ja, nee, das ist sehr salzig. Also es ist schon, hat eine Süße. Diese Kirsche, die Säure der Kirsche und von dem Granatapfel, die überwiegt hier, dass es eigentlich nur ein sehr cremiger Kirschsaft ist, was ich eigentlich in der Kombi ganz geil finde. Aber warme Kirsche kennt man ja auch, ne? Macht man ja häufig. Warme Kirsche, Milch mit Kirsche. Hab ich auch noch nie gemacht. So, weiter geht's. Einmal Erdbeere, Himbeere, Johannisbeere. Okay, ja, habe ich klare Meinung zu. Traube, Zitrone. Wilde Kombi, schmeckt mir, sieht aus wie ein Eistee. Super bitter, super, super bitter. Wirklich wie eine abgelaufene Zitrone. Es kann aber auch von diesem Haferding kommen. Eklig. Das hier ist der Beerenmix aus Erdbeere, Himbeere und Johannisbeere. Der ist super bitter nach hinten raus. Kurze Süße und dann kommt wirklich so ein Bollwerk. Bist du süß und dann bitter. Einfach nur wirklich so, boah, ich muss sogar, boah, der ist wirklich mies. Boah, nicht so geil. 1 von 10. Das hier 2 von 10. Dem würde ich sogar, weil der noch einen kleineren Uplift hat am Anfang, was zusprechen. Das hier ist wirklich die Ekligkeit in Person. Orange mit irgendwas Milchigem sogar zu mixen. Aber auch wenn es nur Hafermilch ist, also Hafer und Wasser, ist es nur eklig. Das ist eine Null. Das würde ich wirklich niemals wieder in meinem Leben gerne trinken. Das hier auf der anderen Seite mit dem Granatapfel und der Kirsche ist eine 5 von 10. Das finde ich tatsächlich okay. Also gekühlt sicherlich nochmal was anderes. Aber die sind wirklich komplette Krise. Die Kirsche und das Milchige hebt das so ein bisschen auf und der Granatapfel passt auch gut. Aber die Kombis von den anderen, bis auf diese Beeren, sind auch super weird. Traube und Zitrone ist way too much. So, das macht man nicht mal normal. Das ist viel zu viel. Weiter geht's. Lindt hat neue Sachen. Die machen neue Sachen. Der Maître-Chocolatier ist noch am Leben und erfindet immer noch Sachen. Er kreiert weiter. Ich habe manchmal das Gefühl, der Maître-Chocolatier sieht aus wie inzwischen der dunkle Imperator aus Episode 9 auf so einem riesigen Thron. Und der ist eigentlich schon tot, aber wird noch von so einer Maschine am Leben gehalten. Ist so... Himbeere, Schokolade, kleine Kügelchen. So macht er. Und dann sind so ganz viele Schokolatiers, die so rennen. Auf vielleicht, so einen vielleicht badet der auch regelmäßig im Schokobrunnen. Und daher ist er noch so jung und frisch. Ich glaube, der sieht aus wie der Imperator. Vielleicht kommt daher der gute Geschmack von Lindt. Himbeere, Cranberry, kleine so Schokoladenkugeln. Und dann ist das die Füllung davon. Das ist erlesene Fruchtfüllung auf Apfelbasis. Dunkle Schokolade, Himbeere, Cranberry. Naja, okay. Dann probieren wir doch mal die Apfelbasis Himbeere Cranberry und schauen, wie sie schmeckt. Das hier, 100% Raucherhaushalt aus einem Schälchen. Das ist wirklich leider genauso abgefüllt wie so Schokorosinen-Level. Oh, die sind ja weich. Wirklich wie Schokorosinen. Liebe Schokorosinen. Klebt und ist pappig. Habe ich aber gefühlt auch schon 100-mal gegessen, die Kombination Schoko-Cranberry. Holt mich irgendwie nicht ab. Boah. Sehr intensiv, wie so ein Kaugummi am Ende nochmal. Dann schauen wir mal die Apfelbasis jetzt mit Heidelbeere Acai. Es ist wirklich die Weiterentwicklung der Schokorosine. Es ist wirklich exakt das. Es schmeckt auch im Mund genau so wie eine Schokorosine, nur dann Heidelbeer oder Cranberry-Himbeere. Wenn man darauf steht, ist geil. Kostet bei Lindt 3,99 Euro. Ich wollte gerade sagen, definitiv nicht unter 3 Euro. Ist happig, ist eine 6 von 10 bei mir. Ich finde so klassische Schokorosinen dann doch nochmal geiler. Jetzt. Weiter geht's! Almigurt hat neue Mousse. Kann ich einen Löffel? Almigurt Mousse Stracciatella.
Schmeckt wie so dieser fertige Stracciatella-Joghurt aus dem Glas, nur noch mit einmal Luft reingepumpt und durchgerührt. Kostet 1,29. Ja, weiß ich nicht, ob es Mousse immer sein muss. Also viele Leute sehen ja Mousse dann so als exquisit an. Ich glaube, deswegen gibt es das jetzt dann auch überall. Aber insgesamt 4 von 10. Ich bin ein absoluter Stracciatella-Boy, aber das holt mich gar nicht ab. Das hat auch schon eine sehr hohe Säuerlichkeit, weswegen ich jetzt tatsächlich ganz gespannt bin auf diese Zitronenauslegung hiervon. Das ist was, auf was Omas total abfahren. Das ist der absolute Oma-Geschmack bei mir. Ich habe in meinem Leben sehr verwirrende Familiengeschichte, aber ich hatte 4 Omas. Und kollektiv könnte ich euch jetzt blind sagen, eine davon lebt noch, die kennt ihr auch aus den Videos. Aber kollektiv kann ich euch jetzt sagen, alle Omas, meine Omas, wären auf die Nummer abgefahren hier. Das ist der absolute Oma-Geschmack, finde ich relativ belastend. Finde ich sowieso schon so eine Grundsäure, so von der Milchsäure, aus der das hier gezogen wurde. Mit der Zitrone dazu, super heftig. Und ich bin ja Mr. Sauer so oder so, aber das ist mir zu krass. Mr. Sauer? Ich bin sauer so oder so. Das ist eine 2, mag ich gar nicht. Himbeere, auch kritisch. Ist wahrscheinlich auch vielleicht sogar nur gemacht, weil man dann die größte Pinke da drin hat, damit man das mehr verkaufen kann. Kann man auch Erdbeer für nehmen. Das ist der leckerste. Ich hätte gedacht, das ist sogar noch kritischer, aber das ist der leckerste, weil der ist nicht so sauer, so milchsauer. 4 von 10. Weiter geht's. Weiter gibt's was zum Knabbern. Das ist ja so viel hier. Das ist dieses eine, was ich nicht mochte, aber jetzt in ganz oft. Wie, das eine, was man nicht mochte, ist aber das sind doch oft? Diese Teile hier, wo man immer so Karamellzeug hat. Diese, wie hier? Werther's Originale. Waren das nicht die Werther's Originale? Die Blondens hier, oder? Bon Roll Caramel Kiss. Das ist ja süß. Zartes Toffee in Milchschokolade. Wow. Das ist ja total was Neues. Schauen wir mal, alle einzeln eingepackt. Da haben wir noch keine ekligen Schokohände. Manche Leute werden diese Referenz bald verstehen. Das ist ja gar nicht hart, das ist ja super weich. Wie viel kostet diese Packung? 1,49 Euro each. Schon happig, muss ich sagen, dafür, dass die so klein sind. Sehr zart, das Toffee aber auch im Hintergrund gar nicht so intensiv, ist eher ein volles so Kauerlebnis. Aber ich stimme dir zu, Design. Och nee, nicht noch mehr. Was ist denn das, Alter? Also das ist ja wirklich hässlich designt. Wer macht denn solche komischen Fladen auf seine Verpackung in einem Mintgrün? Einfach nur, oder so pastellig alles. Und dann, also das sieht ja wirklich einfach aus, als wäre es ausgefärbt. Was haben denn diese komischen so Punkte damit zu tun? Das ist ja voll eklig. Naja, das hier ist auf jeden Fall, ich bin ein großer Karamell-Fan. Das ist eine 4 von 10. Dann jetzt einmal Haselnuss-Toffee dazu. Lecker, hat einen schönen Haselnuss-Flavor, aber auch immer noch zu flach. Ist genau das gleiche Ding wie bei dem Toffee-Teil. Bleibt ja auch bei einer 4. Könnte viel intensiver sein, gerade wenn ich so Karamell-Haselnuss erwarte. Hier sind wir jetzt aber bei Schokolade. Da gucken wir mal, wie das schmeckt, weil wenn das auch so zart und weich ist, kann man sogar fast schon so aufziehen. Dann hast du dieses Toffee, füllt einfach mit leckerer Schoki. Ist das Beste. Das ist wirklich, wenn du so einen tiefen Schokohunger hast. Wisst ihr, was ich meine? Dann ballern die komplett. Du hast den ganzen Mund ausgekleidet mit so Schoki. Aber dadurch, dass es nicht zu intensiv ist, ist es so sehr angenehm zu essen. Sehr leicht, super lecker. Das hier ist ein 6 von 10. Dann haben wir hier noch Blaubeerchen. Ist das eine kleinere Packung? Ja, ne? Die sind importiert. Da ist ein Sticker drauf. Spanische. Bah! Boah! Boah, so wenn du versehentlich Plastik. Bei der Oma damals an den Kristallflaschen, die auf ihrer Minibar stehen hatte, mal einen großen Schluck beherzt genommen hast, weil du dachtest, es ist was Geiles. Und dann ist da die Mancherie-Plörre drin, das ist es. Und was erinnert dich diese Füllung? Jelly-Bananen. Das ist ein ganzes Bonbon gefüllt mit der Jelly-Füllung. Schmeckt richtig eklig. Es ist wirklich ein großes Gelee, das ist safe eine 2. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dass diese Orangen-Variante 100% Jaffa-Cake. Genau das ist ein Jaffa-Cake gemixt mit Gelee-Banane. Oh nee, oh nee. Weil ich extra die Seite habe. Don't do. Boah, du bist so mutig. Das ist die komplette Jaffa-Cake-Füllung mit dieser Zitronen-Gelee-Geschichte, mit der Orangen-Gelee-Geschichte. Ist einfach genau das in einem Bonbon. Das heißt, du hast 90% Gelee und nur eine ganz dünne Schokoschicht. Die haben im Prinzip einfach nur das Gelee genommen und den Rest herum. Aber das finde ich auch so eklig. Das ist wirklich, ich mag diese Fruchtgelees mit Schoki einfach nicht. Also Jaffa Cake finde ich geil, aber auch nur selten. Aber das ist auch wirklich eine 1. Die sind beide eine 1. Diese Fruchtgelee-Sachen da drin gehen gar nicht. Diese Karamell-Auslegung, die es hier gibt, viel, 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 viel besser. Die Mutter. Wagner neu Brezelpizza mit Brezelrand. Brezza. Verpasstes Wortspiel, ne? muss man dir lassen. Wird im Ofen Brezel braun. Turns Pretzel brown.
in the oven. Ist ja genau umgekehrt, weil der Satzbau, naja. Wir haben einmal Käse-Cheese, vegetarisch, genau dein Thema, Timo. Und einmal Schinken-Ham, auch dein Thema. Ich würde sagen, wir probieren mal. Sie sind fertig. Na, 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 na. Sie sind fertig. Na, 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 na. Brezelpizza, Cheese. Brezelpizza, die irgendwie nicht so brezelig geworden ist wie die andere. Käseschinken, bin bereit. Ich werde mal einmal mir ein bisschen Käse nur rausnehmen, weil ich genau weiß, wer die gleich devouren wird. Und zwar Herr Dr. Brezelkäse himself. Mach doch ein ganzes Stück, was ist das denn? Das ist Mini, das ist ein Gustus, Perfect Bite, würde Bernd sagen. Ich habe nichts gesagt. Kritik, Kritik, Kritik höre ich hier. Das ist wirklich der krasseste Lacto-Schiss, den ich jemals in meinem Leben hätte, wenn ich ein ganzes Stück davon essen würde. Du wirst auf jeden Fall einen heftigen Bläh haben. Zum Glück zieht warme Luft immer nach oben und du sitzt unterm Dach. Von daher wird deine Blähluft direkt sich bei dir sammeln und dann ist alles okay und wir sind sicher. Der Boden deutlich fluffiger als bei einer normalen Pizza. Der Pizza-Brezelrand tatsächlich eigentlich nur ein bisschen angebrannterer Pizzarand. Also vielleicht mit einer kleinen Laugenschüssel hier so über, ne, so drüber gemacht. So. Ansonsten, warum lacht ihr immer so bei dem Laugending? Macht man Lauge komplett anders. Ich habe das gemacht in einem Natronbad. Finde ich tatsächlich würzig, lecker, fluffig. Nur das verstehe ich nicht ganz an der Seite. Das macht es für mich jetzt nicht unbedingt besser. Finde ich ganz okay. Ist eine 5 von 10. Jetzt guck mal hier mal. Dieser wirklich sehr natürlich wachsende Schinken, der hier viereckig schon da draufgelegt wurde, ist ja hier auch noch am Start. Die waren beide zeitgleich mit drin. Hier sind auch irgendwie noch Paprikas drauf. Ich probiere mich aber hier mal auf den kleinen Mozzi und den Schinken zu konzentrieren, weil darum geht's ja. Ist aber klar, dass die unterschiedlich sind, weil du hast zwei bei Ober- und Unterhitze drin gehabt. Das heißt, die eine müsste von oben, die andere müsste von unten knuspriger sein. Ja, jetzt mal Tomatensauce drauf. Das ist dementsprechend natürlich fruchtiger. Ansonsten sehr basic und langweilig. Finde ich eher eine 4 von 10. Was kostet die? Kostet 4,49 Euro. Haben wir noch was? Ja. Boah, wie viel? Die ist schon ganz weich, weil es hier 98 Grad drin ist. Och nee, das, wir hatten doch schon diese Duo-Kacke. Diese Duo-Kacke ist doch so eine Krise gewesen. Wir haben einmal Crunchy Coffee und Milky Macchiato. Oh, Alter, ey. Und Schoko Crunch und Krispy Kreme in einem der anderen. Beides neue Sorten von Ritter Sport. 2,99 each. 2,99 für so eine große Tafel Schoki ist echt okay. Die ist aber wirklich schon sehr weich. Also, das hier, Krispy Kreme und Schoko Crunch. Nicht schon wieder. Das optimale Verhältnis, um zu gucken, ob beide miteinander harmonieren. Schmeckt wie jede andere Rittersportschokolade mit irgendwas drin. Es ist wirklich so schwierig, mit irgendwas zu vergleichen. Es ist so krass schokoladig, so krass milchschokoladig. Das ist bei mir eine 5 von 10. Ich kann da wirklich nichts zu sagen. Das ist so intensiv, vielleicht auch jetzt nach dem Käsezeug. Ich schmecke da wirklich, komm mal drauf, 5 von 10 ist ganz normal, die Mitte ist okay. Wird es Leute geben, die finden es besser, Leute, die es nicht so gut finden. Keine Sorge, ich werde die jetzt nicht auch nochmal so machen. Ich nehme jetzt hier von der Seite. Das ist ja dann Milky Macchiato und dann noch Crunchy Coffee. Schmeckt beides wie, wenn ich euch jetzt sage, Schokolade mit so Kaffeegeschmack, ne? Der Geschmack, den ihr jetzt im Mund habt, auch so diese Kaffeebohnen mit Schokolade drum, exakt das, nur mit noch mehr Milchschokolade drumherum. Diese Macchiato-Seite einfach mit ein bisschen mehr Milchschaumcreme und das andere hat einfach diese gerosteten Bohnen-Crunch so gefühlt da drin. That's it. Also besonders und super spannend finde ich das beides nicht, muss ich sagen. Würde auch sagen, nach 4 Stückchen brennt mir schon der Hals von zu viel Süße. Ist bei mir jetzt gerade eher eine 4 von 10, finde ich viel zu intensiv. Knallt mir voll die Rübe weg. Das holt mich nicht 100% ab. Was euch 100% abholt, ist ein anderes Video von mir, denn wir sind jetzt durch. Tschüss! Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss!